So, da sind wir dann jetzt hier in Venice Beach, ne, am Wiedereinstiegspunkt. Von da kommen wir. Oh weh. They sure left in a hurry. So ganz ohne Sitzplätze? Das finde ich doof. Ja, was heißt doof? Ich finde es schon ziemlich cool, aber es ist blöd, weil man halt auf sehr engen Raum ist, ne? Höre ich doch schon jemanden schmatzen? Habe ich den Schreckmoment nicht erlebt. Verdammt. Da wird das Spiel zu lahmarschig. Oh man, now I'm glad I walked. Oh, why'd I have to look up? Eigentlich sind wir ja geflogen, ne? Dem geht's gut, der kommt alleine klar. Venice Beach, finally made it. Komm in Kalifornien. Obwohl, wir sind ja die ganze Zeit in Kalifornien, ne? Richtig ruhig hier. No exit, no way. I wonder how many people came through here. Ein Draht muss sein. Ja, ernsthaft, ich schalte hier sofort um, sobald ich eingeloggt habe, ne? Ich bin sofort angespannt. Okay, Santa Monica ist noch weit, finde einen Platz zum Ausruhen. Haut der so raus? Survivors. Hey, hey, are you alive? Guys, someone's alive! Hört sich an für einen Fall für Super Ryan. Okay, up there. Okay, Moment, so wieder nix. Habe ich denn irgendwas Dickes hier in der Tasche? Ich renne ja immer nur mit diesen Schlagstöcken gerne rum. Ne, irgendwas Zweihändiges. Ja, sowas wie das hier. Be careful down there! Natürlich. Yeah!
Achso. Nee, nicht mit die Commander. Aber die großen habe ich jetzt, ne? Wir rasen rein. Nebenbei, Raserei, dann sehen die vom Dach und stellen keine Fragen. Hey, up there! How the hell do I close this gate? Check the parking attendance cut. Schließe das. Ja, wo? Macht Sinn, ne? Oh, fuck, fuck, fuck. What did I break? Wieso kann ich nicht aufheben? Also echt, manche Sachen sind komisch. Jetzt nebenbei. Also das, ich denke, man könnte hier einfach über einen Zaun. Fand's nur merkwürdig, dass ich den Bereich jetzt hier verlassen soll. Ja, nimm die. Hey, kommt jetzt der junge Renny weg. Natürlich nicht ohne sein. Wenigstens so ein bisschen oberflächlich zu durchsuchen hier. Ja. Ja, aber Knallibert schmeißt dann einfach mal alles über den Haufen. Ich merke gerade, ich hänge hier voll mit dem Gesicht am Mikro. Sorry, wenn es ein bisschen zu laut ist. Ja, klar. Freundlich. Oh crap, ja, alles klar.
Come in, quick. Thanks. I'm Kai. Excuse the mess. I'm doing my best. Go through, the guys are in there. Hey. Oh, holy fuck, it's Jack the Giant Slayer. Oh no, it's just technique, I think. You want to blast on a Trent special? No, I'm paranoid enough, thanks. Don't see any more of your swole bros, Alex. They ain't my swole bros. How many fucking times? Oh. Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. Oh, no. Hey, look. I am totally normal. Anyway, look, I gotta go. I'm heading for the Sterling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... shit. Plus the horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits? Listen to you assholes. The death pits! The emo motherfuckers. Look, we got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soak monsters everywhere! Hey. You know what I think? What? Hey, huh? Hey, what you hey, fucking no. think, bud? Buddy, I think No! Oh, keep coming. They're gonna get me. Dope. And then there were three. I'll get the mop. If I had any brains, I would just leave. Oh, eine Hello? Schlichterkarte. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was haben wir denn hier überhaupt noch drin? Ist gerade erst an. Wenn du in rascher Folge Angriffe blockst oder durch Zombie-Schaden erleidest, erhältst du einen kleinen Schadensboost. Nicht aufzuhalten. Angriffe auf Niedergeschlagene. Ja, okay, von den fand ich nicht ganz so prall. Ich sehe allerdings auch überall neue Karten verfügbar. Gliederschnitter. Ah, guck mal da. Verstümmle einen Zombie um Gesundheit wieder. Der gefällt mir. Das heißt, wenn wir den die Birne, glaube ich, eintreten oder wenn die, man kann den ja auch mit schweren Waffen hier bei den Armen brechen und so ein Zeug, ne? Also Gliedmaßen abhauen. Okay, stärke deine Verteidigung. Ja, der ist gut. Lach dem Tod ins Gesicht. Konterangriff auf Zombies. Füllen zusätzliche Gesundheit. Ja, das ist sehr gut. Betonmauer, auch sehr gut. Raserei-Fähigkeiten. Bringe deine Wut in Wallung, töte Zombies und führe Konterangriffe aus, um Raserei aufzubauen. Einen grimmigen Schrei auszustoßen, der mir einen Zähigkeitsboost gibt. Das ist mein Kick. Ja, nee, also alles ist irgendwie drauf ausgelegt, ne, auf Wiederherstellung sozusagen. Nee, das ist, Emma. I'm trying to reach... Oh, this is stupid. Keep trying. Hello? Emma Jaunt? It's Ryan. Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Staying was never the plan. I got a way out. Yes, well, if it doesn't work out, you're welcome back here. Thanks. Keep the hot tub warm just in case. Take care. Bye. Better not show up with hundreds of bloody refugees. Soon as they found out what you really like, they'd all leave anyway. Next set, best set. Ich
fand die bisher eigentlich ganz umgänglich, die gute Emma. Ja, man kann in so einer Welt sollte man nicht nachtragend sein, würde ich sagen, ne? So, jetzt könnten wir hier mal nur grüne Waffen, ne? Ich meine, okay, auch. Oh, ja, ein bisschen. Ich will mal was Dickeres haben. Ich habe auch tatsächlich immer nur, also mehr Zweihandwaffen. Ich habe die zwar alle schön modifiziert. Ah, und da habe ich, guck mal, da habe ich mich beim letzten Mal vertan. Ich kann tatsächlich, ich bin jetzt an der Werkbank, ne? Warte mal. Ich mache weg von der Werkbank. Lager spielen. Warte, ich kann ja in den Rucksack reingehen. Ich kann jederzeit tatsächlich meine Waffen hier recyceln. So, was machen wir denn jetzt mal? Wir nehmen mal hier so ein Messerchen. Oben haben wir noch einen mit Säure. Unten haben wir einen mit Strom. Ah, okay, warte, nehme ich den. Für die ganzen Klamotten, die wir da oben brauchen. Wurfgeschosse. Ah, oh. Molotow-Cocktail und eine Rohrbombe. Das ist doch schon mal gefällt mir. Noch kurz ganz groben Umguckerchen. Wie entspannt die das nehmen, dass der da die Fenster zermatscht wurde. Nicht, ey, komm, wir müssen es verbarrikadieren oder so. Ich glaube, das sind Nebenmissionen, ne? Das ist so eine Rettung hier. Geh mal da hin und hilf dem oder sowas. Ne? Ich beschränke mich im Moment auf die Hauptstory, glaube ich. Hey, 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 take it easy. You break yourself. Tell them we'll be back. And Moose. You name them? They were my buddies. Huh? When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Ah. They remember what I did. I know it. Revenge zombies aren't a thing. So why don't they leave me alone? I don't know. Maybe they just didn't like Bud. Okay. Look, if I find them and give them peace, you guys should be okay, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Don't try to talk me out of it or anything. Well, we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Great. You're gonna owe me for this. Okay, Moose und Dylan. Nee, warum ich ihn jetzt hier so achtlos stehen lasse, ihr habt ja gerade gesehen, wir haben ja auch hier diese Karte liegen. Ne, das Ding hier, hoppala. Bislang brauchte ich die Schnellreisekarte noch nicht großartig nutzen. Aber da könnte man eben jetzt auch relativ schnell zurück zu Emma und so weiter, ne? Also, denke ich mal auf jeden Fall. Wir können ja mal draufdrücken. Na hier, ne, Beverly Hills, ne? Das Halperine Hotel. Wo noch eine Quest verfügbar ist. Bel Air ist auch noch was verfügbar. Venice Beach, zwei Sachen verfügbar. Das mache ich, wenn, später. Dann die Kanalisation. Also zwei Orte mindestens kommen noch. Ne, Moment, eins, zwei, drei, okay, ein bisschen was kommt noch. So, da können wir dann später hier zurückreisen und können uns dann solche Sachen auch noch unterm Nagel reißen. Ja, und erstmal bleibe ich bei der Hauptstory. Mal gucken, ob die Toiletten hier auch schön sauber sind. Oh, ich glaube, da kann man nicht maulen.
Blue Crab, Seafood Bar and Grill. Ja, oder Grill. Stuff only. Damit wir auch weiterhin schöne Mods herstellen können. Ja, aber hilft ja alle nichts, ne? Wir gehen jetzt da raus. Wie sollte ich denn in diese Richtung? Dr. Reed, you copy? I copy. Where are you? Venice. I'm just helping some guys out. Okay. I know it can't be easy out there. What can I say? I like to be liked. I'll be back on track soon. Well, for God's sake, be careful. We need you. So, wir haben die Schreihälse da ja schon mehr oder weniger kennengelernt mit Niki. Was mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mal so klar war, ist, dieses Gekreische lockt halt alles Mögliche an Zombies an. Und nicht nur die, die in Umgebung sind, die kommen aus allen Löchern. Deswegen müssen die so schnell wie möglich niedergemetzelt werden. Außer... Außer man will eben halt einen Haufen haben. Ne, hallo. Aus irgendwelchen Gründen. Ne, ihr habt ja gesehen, wir sind relativ gut geskillt. Und es wird hier in die Richtung gehen, dass wir uns so skillen, dass hier Verteidigung, ne, sowas hier. Ne, auch das hier gilt als Verstümmeln, glaube ich, oder? Ja, okay, poppt jetzt nicht auf. Aber sowas heilt uns dann auch im Kampf. Und das ist sehr praktisch. Das hätte uns jetzt tatsächlich geheilt. Und das ist gut. Drängt er mich hier in eine Falle, das ist ja. Yeah.
Alles klar. Hey, ich finde das gerade schön weitläufig. Wird jetzt gut oder schlecht, das werden wir sehen, aber erstmal. Du fällst negativ auf, mein Freund. Jetzt wollen wir mal kurz das Tempo ein bisschen anziehen, bevor ich hier jetzt wirklich alles durchsuche. Okay. This must be the place. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, dass das Ding mal aufgeladen wird. Kling, klong, klang, kling. Moose and Dylan could be a handful. I don't need any scraggly extras joining in the fun. Easy alone. Komm ruhig ein bisschen näher. So, meine Raserei, die werde ich mir jetzt mal aufheben. Ja, du bist hier richtig. Check inside. Ah. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, weil ich die Waffe jetzt so ausgereizt habe. Ist tatsächlich sehr schnell bergab mit dem Ding. Das hat ja auch eine Zweihand, oder? Dahin. Stand hier nicht gerade noch einer? Vor wenigen Sekunden? Ist der einfach so despawned oder? Los Angeles Police Department. Sieht aus wie ein Klo, ne? Öffentliches. PIA. Come on, I don't think it's there. Fine, I'll come.
Oh. Hey. Hey. Believe it or not, you're gonna want to see this. Oh, I doubt that I'll ever unsee this. Oh, man. Moose. Oh, yeah. You knew him? I believe no, given what you're doing to him. He wasn't human anymore. And that's the point. Look at this. Oh, what is that? Wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Do? Seriously, buddy, what are you talking about? You see this? A tiny hammer? A tiny hammer now. But... Behold, Excalibur! Okay, Patton, you know what? I have another monster to track down, so I'm just No, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop. Whoa. Looking real. I know, right? It's insane. All this stuff, it does things. Well, I've got to get me some of this, Patton. Yeah. Boom. I gotta get back. Down below. Yeah, of course. Hey, thanks for the, thanks for this, Patton. I'll keep trying stuff out. Yeah. Oh, come by. Well, if you want to. Yeah. If I can. And be safe. Just when you think your day can't get any weirder. Na, was ist das denn? Autophage. Oder heißt das nicht Autophagie? Ne, Vorteile? Halte auch schon auch Autobauplänen. Wenn du durch bla 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 verstümmelte Zombies, in denen du ihnen die Gliedmaßen abtrennst. So gelangst du in den Besitz von autophagen verseuchten Zombie-Teilen. Aktiviere deine Waffen mit starken Vorteilen und mache dir die Kräfte der Zombie zunutze. Das sind jetzt die Dinger, die ich immer so gesammelt habe schon, oder? Monsters are mutating inside. Ich verfolge Dylan. Wartet mal, ich werde mir dann mal klick. Ne, was Kleines, Schnelles nehmen. Ich wollte eigentlich blocken, um meine Energie wieder aufzufüllen. Das Messerchen wohl so nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite überlege ich gerade, das ist zwar jetzt nicht die Aufgabe, ne? Und ich will auch gar nicht zu übertreiben. Kommen wir hier rein? Ich meine, das ist La Policia. Da muss es doch Waffen geben, oder? God damn it, it's a maglock. Das Ding ist doof. Er überlebt dies.
Und das ist ja wohl Maximum Verstümmelung, oder? So. Okay, how do I trip this door? Ja. So, ne? Vergesse ich hier in dem Spiel gerne mal so ein bisschen außer Acht. Damn it, it's a maglock. Und der andere geht hier rein. Da ist er. Ich könnte die Waffe werfen, aber... Nee, manchmal bin ich Fuchs. Komm, wir reden. Okay, der ist ein bisschen schwieriger. Schlüssel zur Zelle, sowas gefällt mir. Ja, das hier ist jetzt tatsächlich wie so ein Bereich, wie mit den Sicherungen, ne? Sag ich mal fast. Normalerweise wäre man hier gar nicht erst hingekommen, wenn man das nicht gemacht hätte. Aber man muss hier nicht hin. Was nicht heißt, dass es hier nicht tolle Sachen geben kann. Sweet. Derige Schlüssel, habe ich richtig gelesen? Bisschen zu alter Wartenkammer. Wer den wohl hat? Puffkiste, haben die mal hier abgestellt. Geht doch gerne rein. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, andererseits, das rennt mir ja nicht weg. Ach komm. Einfach aufgrund der vorangeschrittenen Zeit gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas und suche Dylan. Verpasst, wieso ist Dylan so derartig weit weg? Uns hat doch keiner gesagt, ey, geh mal dahin, oder? Oder der ist bestimmt am anderen Ende der Stadt. Ja, doch schon ein Stück, ne?
Okay, warte mal, das ist ein Problem. Dieser Blobbo. Bums, bums, bums. Ein misses Blobbo. Keine dicke Pizza, bitte. Ja, oder habe ich das richtig verstanden? Dylan ist quasi wieder zurückgelatscht hier. Burn, baby, burn. Ah, Parkplatz hinter Lennys. Okay. Kreisende Bewegung. Oh. Ah, okay, ist eine Tür. Ich wollte nur sagen. Warum habe ich das Gefühl, ich habe mir eben selber ein Bein gestellt? All right, is this recording? Yeah, okay. So the conversation you're about to hear, I'm recording for legal purposes. Hey, I came in here last month for a dye job and I asked for the permanent hair dye. What? I asked for the permanent hair dye. And look at this. Look at my roots right now. The blonde's coming back. I want my money back. That's false advertising. I could sue. For what? Being a moron? You're in so much trouble you don't even know. I mean, look at that customer of yours. What are you dyeing her hair with? Poison? She looks like she's dying. Get the hell out of here before I call the cops. Oh, don't tell me you're on her side. Yeah, you should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. This be the lot behind Lenny's Alex told me about. As if I got enough to do!
Dylan. Oh, fuck! I do not need this! Oh, shit. Oh, shit! Oh, what the fuck? You have got to be kidding me! Come on, big boy. Let's fucking do it. Ein bisschen was gebracht. Verschwinde, du Feuerschlumpf, du. Oh, das hat nicht gewirkt. Nein! Ey! Verdammt. Ich habe vergessen, dass wenn ich mich heile, ich bin ja nicht sofort geheilt. Ich brauche dann ja immer erst einen Moment. Das lädt sich ja quasi auf. Schade. Das sah so vielversprechend aus für den Anfang. Egal, ich bin, noch bin ich zuversichtlich. Be the lap. Freunde, wenn es geht, werde ich das jetzt allerdings abkürzen da oben. Ich kann das vorstellen. Ganz stark aufpassen hier mit den Explosionen, ne? Nehme ich gerade das ein bisschen. Ah, kriegen wir hin. Wenn es Tage dauert, kriegen es hin. Allein schon wegen der Tatsache, weil es ja sonst nicht weitergeht, würde ich sagen. Be the lap. Let me guess, Dylan. Oh, oh, fuck! I do not need this. Man erkennt zwar nichts, aber... Oh, fuck. Jetzt knallt. Hat Dylan jetzt nur bedingt erschüttert.
Aber ihr seid anstrengend. Ja, klar. Warum kriege ich keine Unterstützung? Ich krieg keine Sekunde. Ich komme sofort aus allen Löchern wieder. Vielleicht, aber nur vielleicht. Warum sollte ich das nicht nutzen? Weil ihr nervt. Mach, 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 mach. Oh man. I hope I still have eyebrows. Jesus Christ. So, first Bridezilla, then Moose, with all these weird internal mutations. And now Dylan, who ignited himself and seemed to enjoy being on fire? All right, some of Patton's magic goop. Can't wait to see what this can do. Bin ich tatsächlich auch. So, jetzt habe ich die Schlüssel für beide hier, ne? Nein. Für beide hier, das war jetzt meine Form von, ne? Ja. Hier waren ja zwei Eingänge. Ach, scheiße. Patrick?
Back to the crab for a hero's welcome. Ah, und das würde ich tatsächlich jetzt noch versuchen. Ja, wo wir jetzt schon leichte Überlänge haben, ne? Aber das ist ja mal egal. Ne? Ich will einen Safe Point haben. So, und wir müssen ja auch nicht gegen jeden Einzelnen kämpfen. Weiß nicht, warum ich das immer mache. Mich verfolgt, kann das sein? Tür einfach offen lässt. Wichtigste zuerst. Ja, ich muss übrigens auch mal gucken. Ich habe ja noch nicht gelernt, Munition für den hier zu machen, ne? Das ist ja Pistolenmunition. Die bringt mir ja erstmal gar nichts, ne? You're done. I'm almost well done. That's just a crime against steak. Oh, Moment, vielleicht hat er. Gewehrmunition. Anleitung, wie man Gewehrmunition an einer Werkbank. Ja, Junge, mein neuer bester Freund. Was haben wir hier außerdem? Gewichtigkeit. Erhöht die Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Machen wir uns auch mit, ne? So, das hier sind alles Wumm. Die sind wahrscheinlich wesentlich stärker wie alles, was ich momentan habe, aber ich kann sie mir nicht leisten. Normale Verbrauchsgegenstände, die man kaufen kann, und wir sehen hier eine Sicherung. Wisst ihr was, ich kaufe mir mal eine. Ja, auch wenn das jetzt, ne? Verkaufen. Haben wir hier irgendwas, was wir verkaufen können? Was wie das hier? Ja, komm, holen wir mal weg. Na, das gefällt mir sehr gut. Denn das Gewehr, und da seien wir mal ehrlich, wir brauchen es. Okay, 20, 4. Ach, guck mal, das lohnt sich ja richtig. Maximum erreicht. I think I got it all. I think so. I hope so. Okay. Wir quatschen den jetzt noch an, um sicherzugehen, dass das auch hier quasi gespeichert wird. Both of them? Yeah. Was it? You know, respectful? Respectful. Oh. Well, let's see. Well, Moose kind of gave his body to science. It was a little bit messy though. And then Dylan, well, he was kind of on fire. Right, and so basically, I just had to smash the shit out of him. Told him not to skip leg day. Every dime. Well, you know, at least you guys should be okay for a while. But you could come with me. Sterling Hotel, beds, a doctor. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Yeah. Kai's pop-up store may still pay off. No. So, how do I reach the Serling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Got it. Well, I'll see you on the other side. That was a pretty strong tremor.
So, beim nächsten Mal würde ich dann gucken, ob wir hier mit den Mods ist und dann schauen wir mal, dass wir zum Hotel kommen. Alles klar, Leute. Ne, ein bisschen länger diesmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pass auf euch auf, bleibt gesund. Ne, bleibt nicht so lange in der Sonne hier am Strand und ne, bis dann. There are worse things in life than your girl making dad jokes. No shit, man. We're living that.